Grüße aus der Apokalypse, moin zu Frau Shelter und herzlich willkommen in eurem Vault 118. Das ist ja immer noch nur A, ist es ja. Schnell einkassieren, was da ist. Wir haben noch was vor. Trotzdem werfen wir mal einen schnellen Blick aufs Inventar. Okay, wir können alles gebrauchen eigentlich. Wie viel bringt ihr mit? Ihr bringt unter anderem 11 Redaway mit. Lasst uns mal eben kurz schauen. Wie viel Redaway können wir momentan bunkern? Wir kriegen nur 35 unter. Ja, das ist ärgerlich. Aber es war zu befürchten. Dann, tja, legen wir hier noch auf jeden Fall ein Labor an. Viel zu weit. Da. Okay. Mindestens ein Zweier. Ups, da reicht die Kohle nicht. Was können wir jetzt bunkern? 45. Du kommst genau recht. Ich muss dich nur erwischen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da. Jackpot! Super. Alles klar. So. Machen wir die Lichter an, damit wir sehen können, was wir haben. 55. Ist in Ordnung. Okay, dann können wir zumindest erstmal ein Team reinlassen. Nee, du kommst gleich. Okay. Sammelei. Das Rezept für einen Flammenwerfer. Aha, für einen rostigen allerdings. Gut, darüber braucht man sich nicht zu beschweren. Ein Diner-Teil, Minuteman. Minuteman-Diner? Ja, habe ich das überhaupt... Nee, das habe ich nie gebaut. Minuteman habe ich, glaube ich, überhaupt nicht gebaut. Ich habe verschiedene Dinge gebaut, aber kein Minuteman-Ding. Okay, wenn wir jetzt allerdings so viele Probleme haben... Nee, das laufen wir auch nicht darum. Wenn wir so viele Probleme haben, gerade mit der Unterbringung, dann gibt es vielleicht noch... Was soll das nehmen? Dann gibt es vielleicht noch jemanden, den wir heilen können. Damit der Verlust nicht allzu groß ist. Pfff, nee, sind alle fit. Himmel. Und das hier. Tja. Super. Pass mal auf. Hey, du. Lauf mal schnell hier runter. Oh nein, hier ist ja Nele. Gut. Chaos hoch 3. Wollen wir uns erstmal um unsere weiteren Bewohner kümmern, beziehungsweise um die anderen. Hier kommt Heidi. Heidi, Heido. Oh. Entschuldigung. Nee, nicht Heide, sondern schon Heidi. So wie von der Alm. Okay, du kommst bitte erstmal rein. Wo stecke ich dich hin? Ich stecke dich erstmal hier hin. So, jetzt nochmal die Vorräte prüfen. Ich hasse das. 34 haben wir. Oh, Oma ist fertig. 34, 34, 34 und wir haben Platz für 55. Das ist auch super, das passt doch. Kein Problem, gar nicht ignorieren. Ne? Okay. Kommst gleich. Gut. Bei der Gelegenheit... ein Rezept für einen Badeanzug und eine Quest erfüllt. Das passt doch. Boah, hier geht's aber wirklich in alle Richtungen. 1000 Taler sind das nochmal extra fast. 6 Bewohner an. Gleich wird da eine 1 drin stehen. Omme. Na, wie fühlst du dich in Grau? Gib ein Wort. Sag was. Ja, er strahlt über alle 4 Backen und ist super glücklich. Tschüss. Ja, unter den Umständen mache ich mir doch gar keine Gedanken. Und 2, 4, 6. Er hat hier gearbeitet, ne? Danke, Roboter. 3, 6 ist leider voll. Aber du hast so eine schöne Gesangsstimme. Die kannst du leider nicht arbeiten. Das ist momentan alles besetzt. Hier ist auch alles voll. Herrje, momentan ist es aber echt stressig. Okay, dann machen wir es vorübergehend Wasser. Oh, wir haben so einen Energiesammelauftrag. Unter einer Minute. Es ist echt... Es ist hier momentan echt eine Menge Stress. Da oben steht, da hätte ich nicht gedacht. So.
Okay, als erstes, ich will hier schon weg, deswegen. Als erstes gucken wir mal, was unser guter Konfessor hat. Geheimer Waffentest. Teste die nach den gefundenen Bauplänen hergestellte Waffe. Unter den Dokumenten aus der Raider-Basis waren noch Pläne für eine neue Waffe. Unsere Ingenieure haben sie gebaut. Jetzt müssen wir nur noch bei einem Feldtest ihre Leistungsfähigkeit prüfen. Sorgt dafür, dass es keine Zeugen gibt, die davon berichten können. Fein. Ja, genau. Das Blöde ist, man hat halt nur einen Schuss pro Phase. Und wenn man so wie hier drei Gegner hat, und drei zudem einfache Gegner, dann ist der Vergleich etwas schwer zu führen. Ich glaube schon, er schießt mit Teddybären, ne? Eine alte Geschichte, die auch bei Fallout 4 erzählt wird. Schieße deinen Gegner K.O. mit einem Teddybären. Also ich bin zwar froh, dass ich einiges mitgenommen habe in Stimpaks. Aber jetzt stellt euch mal vor, das wären nicht drei Kakerlaken, sondern... ich will nicht zu viel verraten. Wenn du solo unterwegs bist, musst du die Beute nicht teilen. Man muss die kleinen Sachen zu schätzen wissen. Die kleinen Sachen, sagt er, und hat dabei die Mordswumme ungefähr so groß wie ein VW-Motor in der Tasche. Oh. Zwei Raider. Mal gucken. Ich meine... Seine... Oh, ich wollte gerade sagen, seine Werte sind nicht schlecht. Ja, und man kann mit dem Teddybär auch eine ausgebildete Raider-Frau umnehmen. Nein. Ja, der Weg bis zur 34. Stufe ist weit. Denke nicht, dass ihm das gelingen wird. Obwohl, es ist ja nur auch eine besondere Aufgabe, ne? Das ist schön. Wir wollen schauen, dass wir uns mit den... Ja, sehr gut. Dass wir uns mit den Stimpaks ein bisschen zurückhalten. Wobei, wie gesagt, so wenig habe ich nicht. Immerhin 17 Stück. Ach komm her, der füllt nicht mal ganz auf. Das machen wir jetzt einfach genau. Aber jetzt sind es nur 16. Ich kann nicht nach oben. Ich muss nach links. Du hast aber eine ziemlich schicke Waffe. Ich sag dir was. Gib sie uns und wir lassen dich am Leben. Tut mir leid, das kann ich nicht. Ich könnte dich stattdessen noch töten und wir vergessen die ganze Sache. Hm? Oder meine Befehle sind eindeutig, keine Zeugen. Tja, das ist leider wahr. Keine Zeugen. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Dann hast du aber ein kleines Problem, weil wir dich gesehen haben. Hintersten Teil des Raumes, super. Zwei Schrotzen gegen mich und, ich meine gegen ihn und ein Daisy. Gut, aber die eine ist tatsächlich schon fast hinüber. Also eines ist mal sicher, das Ding braucht auf jeden Fall viel zu viel Ressourcen, um es zu bauen. Der Schaden selbst, ja, ist ganz okay. 13 bis 15. Ja, die behandeln uns aber wirklich äußerst gnädig. Na schön. Der geheime Waffentest.
Junk Jet am Gegner auszuprobieren. Der ist durch. Ich schwöre, wenn ich einsam sterbe, dann werde ich dermaßen sauer. Ja, das glaube ich dir gern. Noch eine Cola. Klasse. Warum können wir den Ventilator da hinten nicht mitnehmen? Ärgerlich. Er hat eigentlich viel zu viel abgekriegt. Ich meine, überlegt euch das mal. Schaut euch das an. Er hat eine so sehr hohe Stärke. Das heißt, er muss sowieso nicht so viel Schaden erdulden. Dann besitzt er eine hohe Wahrnehmung. Er hat also eine hohe Chance auf Crits. Er hat eine hohe Ausdauer. Die Ausdauer ist auch wertvoll, allerdings tatsächlich eigentlich mehr so im Ödland. Ob die hier eine Rolle spielt, weiß ich nicht ganz genau. Aber jedenfalls würde sie ihm genauso wie seine durch die Rüstung ziemlich erhöhte Beweglichkeit eigentlich dazu befähigen, den meisten Attacken aus dem Weg zu gehen. Tja. Na gut, wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Müssen tun wir nicht, die Aufgabe ist erfüllt. Oh. Mal gucken, was so eine Beutelratte davon hält. Ey, ich meine eine Maulwurfsratte. Eine Therapie, eine lange. Hat er jetzt eigentlich automatisch das Ding genommen? Guckt euch das mal an. Er hat das Ding automatisch genommen. Das Simpack meine ich. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Ob wir dir vielleicht was Besseres anziehen können? Robuste Raider-Rüstung, die trägst du. Perception hast du eine Menge. A plus 3. Hier gibt es mehr Stärke, du würdest weniger Schaden nehmen. Dafür allerdings würde deine Crit-Chance extrem sinken. Und ich glaube, so ein Crit mit so einem Teil in diesem Junk-Jet ist schon ziemlich erfolgversprechend. Oder sagen wir lieber durchschlagend. Echt Angst. Globus, nicht schlecht. Noch eine Cola. Und ein schicker Bodenplan. Da fragt man sich jetzt, will uns das Ding unbedingt dazu verleiten, dass wir abhauen? Nee. Nicht mit dem Konfessor. Er ist unser stärkster Charakter. Das muss er hier einfach durchstehen. Okay. Ich weiß gar nicht genau, ob es hier irgendwas Nettes zu holen gibt. Ich weiß nur, dass wir diese Aufgabe absolvieren müssen, um an die nächste der Quest zu kommen, der Questreihe. Gut. Ja. Wenn es nach mir ginge, dann würde ich sagen, lass uns eine bessere Waffe finden. Also ganz offiziell, im Fallout-Universum kann man diese Waffe füllen mit Gegenständen jeder Art. Das ist irgendwie sowas mit einem heftigen Druckluft-Effekt. Du kannst also Ziegelsteine schießen oder eben auch Teddybären. Whisky? Naja, das kommt jetzt nicht in Frage. Jetzt nicht. Später gerne. Du kriegst erstmal ein neues Ding hier. Aber es ist tatsächlich wahr, das ist das erste Mal, dass ich jetzt hier mit unseren Quests das Gefühl habe, dass es schief gehen könnte. Und das nur, weil ich zu gierig bin. Ei, ei. Eine Leuchtende. Keine Ahnung, wen du attackierst. Ich hoffe, du attackierst die Leuchtende. Ja, tust so. Und fertig ist sie. Ja, das war aber überzeugend. Haha. Sehr schön.
gerade an meine alten Pen-and-Paper-Zeiten, in denen ein Magier, ein junger, unerfahrener Magier, ja, durchaus auch von zwei Goblins umgenäht werden kann. Ach, sieh mal an, das gehört ja noch dazu. Die Aufgabe war noch gar nicht erfüllt. Aha, 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 aha. Gute Sache. Also, es ist nicht nur meine persönliche Gier, es ist sogar notwendig, dass wir drei verschiedene Gegnertruppen testen. Was hatten wir? Wir hatten jetzt Kakerlaken, wir hatten die Menschen. Das klingt ja eigentlich danach, als müsste noch was Größeres kommen. Die hatten wir zwar schon, aber die wurden offenbar nicht gezählt. Ja, das bedeutet dem Umkehrschluss auch, ich darf ihn nicht abziehen. Er muss das Abenteuer durchziehen, ja? Und wir werden informiert, wenn wir alle Voraussetzungen erfüllt haben. Und dann kann ich mir Gedanken machen. Ob ich ihn eventuell nach Hause hole. Es ist nicht das Alleinsein. Diese entfressene Einsamkeit. Ja, aber irgendwie sind wir doch bei dir. Puh. Er ist unten, er ist oben. Ich gehe weiter nach oben. Ich schätze, da wird der abschließende dritte Kampf stattfinden. Vielleicht schon hier. Großer Raum. Nein. Ein Stimpack. Das ist gut. Dann vielleicht hier. Ah, ein Boss dabei. Nee, ich glaube, er hat den Falschen erwischt. Nee, das ist der Falsche. Was ist wohl damit? Ja, vielleicht habe ich es jetzt schwieriger gemacht, als es sein sollte. Mist. Aber das reicht für die Kreatur. Muss ich ein bisschen beeilen. Ja, jetzt schießt er auf jeden Fall auf den Dicken. Glaube ich. Mist. Ja. Jo. Na gut, EP gibt's. Achtet mal auf den Balken jetzt gleich. Hier oben. Ob der einen wirklichen Hüpfer nach vorne macht. Und? Naja. Das macht Spaß, haben sie gesagt. Klar, Spaß. Wunderbar, das hat schon gereicht. Und wir haben 1250 Taler. Und wir haben eine schöne, schicke Militäruniform. Kategorie Offizier, oder? Ach. Hallo? Wieso zeigt er die nicht an? Das verstehe ich jetzt nicht. Hm. Hier war mal eine Bar drin. Das ist ja ganz klasse. Nicht mal die Gegner richtig sehen zu können. Wir behalten ihn einfach mal so im Auge. Ganz im Ernst, selbst wenn wir hier alle 13 Stimpacks ausgeben sollten, ja, das macht uns nicht arm. Hauptsache, er überlebt den ganzen Kram. Komm, auf ihn, bemühe dich. Genügt, genügt, genügt. Keine Panik. Alles im grünen Bereich. Bezahlt nicht, aber alle werden von dir sprechen. Okay, erstmal frischen wir uns ein bisschen wieder auf. Ihr seht, das genügt nicht immer zur vollen Energie.
Und dann wollen wir mal schauen, ob es hier noch irgendwie eine kleine Gemeinheit nebenan gibt. Wir haben auf jeden Fall die Aufgaben erfüllt. Wir könnten uns jetzt so wieder verzwischen. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind... Ja, erst 8 Stunden gelaufen oder sowas ähnliches. Oh! Ja. Ein Oha-Effekt habe ich erwartet, aber den jetzt gerade nicht. Ob das jetzt noch eine Vorwarnung ist für das, was noch kommen kann oder kommen soll. Schauen. Gut. Da legst du den nieder. Würde jetzt von Rudi sagen. Ich meine, unser Mitbewohner Rudi. Da fällt mir an, ich hatte ja eigentlich geplant, dass zumindest die Gruppe, die die Magazines fertig gemacht hat, dass die jetzt eigentlich ein bisschen Urlaub machen könnte. Nehmen könnte hier, ne? Gucken wir daran. Geld. Geld gibt es auf jeden Fall eine Menge. Ah ja. Vielleicht in der Hinsicht was anderes anziehen? Ist schon gut. Er würde weniger Schaden nehmen. Wir probieren das mal aus. Letztendlich müssen wir ja all diese Geschichten... Eigentlich sollte ich all die Geschichten, die ich hier euch jedes Mal um die Ohren haue, müsste ich eigentlich auch live ausprobieren. Aber manches stellt sich im... tatsächlich aktiven dann doch etwas anders da als erwartet. Macht auch einen guten Eindruck bis jetzt. Und wie sieht das jetzt gut aus? Falls es jedenfalls keine besonders schicke... Danke, das ging zu fix. Falls es keine schicke Endbelohnung geben sollte, würde er auf jeden Fall die 34. Stufe nicht erreichen. Ah, schon wieder geht's los. Das ist aber eine einfache Gefechtsrüstung. Wir können auch die Söldnerrüstung anziehen. Hat er wenigstens einen Punkt noch auf Lack oben drauf. Das steigert die Chance, was Hübsches zu finden. Da wir noch 14 Stimpacks haben, von den Redaways ganz zu schweigen, probieren wir das mal. Und ich glaube, jetzt kommt die böse Überraschung. Nee. Soweit keine böse Überraschung. Sondern einfach nur 3 Kakerlaken. Mal schauen, ob der kleine Glücksbonus irgendwas Nettes bringt. Ich werde natürlich später behaupten, wenn wir irgendwas gefunden haben. Und wenn es ein alter Handschuh ist, das haben wir nur wegen des einen Punkts auf Lack gefunden. Aber Scherz beiseite. Dann muss legendäres. Oh ja, yes. Na, sowas natürlich ist auch nicht schlecht. Gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte, sondern schlimmer. Ja. Das ist nicht schlecht. 2000 Taler. Hübsche Belohnung. Haben wir was übersehen? Flackert's irgendwo noch? Nee. Wir können nach Hause. Juppiduppi. Jawohl. Sehr schön. Und eben auch 3 Flaschen Cola. Nicht schlecht. Für den Rückweg bräuchten wir aber, glaube ich, 4 oder sogar 5. Bei 8,5 Stunden Lauferei müssten eigentlich 5 angesagt sein. Achso, der Rückweg ist ja immer nur die halbe Zeit, okay. Ne, Moment mal, stimmt. Ja doch, ist ja, genau. Halbe Zeit. Wir lassen ihn laufen. Ich glaube, wir haben gerade eben irgendein Fest erfüllt. Wieso hat er das Ding nicht anziehen können? Okay, das eine war ein Fragment nochmal zur Minuteman-Baracke. Railroad Diner, auch nicht schlecht. Minuteman Diner. Juppiduppi. Ja, tatsächlich, wir haben irgendeine Aufgabe erfüllt. Hier kriegen wir nochmal... Achso, das war das Ding. Ist ja interessant. Erhöhe Agility von 3 Bewohnern. Na, das ist doch klasse. Können wir sofort machen.
Da haben wir bestimmt ein paar, die das gebrauchen könnten. Lass uns mal schauen. Wir sammeln hier einfach mal. Okay. Moment, nein, halt. Ich habe es jetzt ja genau falsch schon gemacht. Savi hat die höchste von allen, zusammen mit der Kleidung. Wir fangen an mit Jan. Der arbeitet unglücklicherweise hier, soll jetzt aber auch egal sein. Alles klar, du suchst dir den Punkt. Dann... Blätter, Blätter, Blätter. Diamond, das hätte ich nicht gedacht. Die ziehe ich allerdings jetzt aus einem wichtigen Job ab, ne? Das muss ich im Blick haben. Okay, und noch eine dritte Person, die auf jeden Fall Agility macht. Zur Not hätten wir immer noch jemand ganz anderen. Aber nehmen wir ruhig Peter. Warum nicht? Okay, unsere Krankenstation ist jetzt ziemlich leer. Hier sollten wir bei der Gelegenheit vielleicht nochmal die Waffen überprüfen. Basie macht richtig... Ups, ist ja interessant. Jasmin hat schon eine Laserpistole. Was ist mit dir? Christine, was hast du da? 5 im Schnitt. Ich könnte dir wenigstens die Jagdflinte geben. Bei der Gelegenheit wieder eine kleine Aufgabe nebenbei erfüllt. Wir sollten hier aber, glaube ich, mal ein bisschen auffüllen. Die Viecher machen jetzt auf jeden Fall mehr Schaden. Ja, Joe auch. Ist nicht mehr so wie früher. Nach dem Motto, die nagen ein bisschen rum und sonst passiert nichts. Jo. Dann hätten wir das. Wir brauchen noch jemanden unten für unseren Friseur. Wen schicken wir denn da mal runter? Wir gucken erstmal, wer momentan sowieso nichts zu tun hat. Das ist viel interessanter. Kreana zum Beispiel. Ist an sich die typisch. Das passt. Kreana ist blond. Okay. Wir nehmen eine blonde Frisur ganz nach Zufall. Einverstanden? Okay. Ach so, schade. Wir könnten jetzt nur alles zufällig machen. Das gefällt mir. Das ist so schön macho-mäßig. Da steht unser Spion. Danke sehr. Was ist eigentlich mit dir hier? Ach, Hoshi. Ach, deswegen war er auch in der Nähe von Kröner. Okay, Hoshi. Hoshi, 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 Hoshi. Du machst mal Sport. Beziehungsweise stärkst dich. So ist es. Aber hier unten rannte eben noch irgendjemand planlos rum. Kurz bevor Scotty gemacht hat, haben wir selbst abgeholt. Der Konfessor, ja. Du bist natürlich jetzt wieder da, stimmt. Allerdings schicke ich dich dorthin, wo du erwartungsgemäß am wichtigsten bist. Ist aber jetzt auch noch ein Plan. Lars ist nicht so ganz glücklich. Wir schicken ihn dahin, wo er ein wenig Glückseligkeit gewinnen kann, nämlich in der Bestätigung in seinem Job. Erstmal. Zordon. Zordon ist ganz frisch im Haus. Der macht einfach auch ein bisschen Krafttraining. Warum nicht? Wobei, wir sollten ihm schon eine Waffe in die Hand geben. Er kriegt als erstes mal ein Basie. Einfach nur deswegen, weil das gerade so zur Verfügung steht. Wir haben wieder ein Stromproblem. Ach, hätten wir doch endlich unsere großen Kraftwerke. Chris Simmons. Tja, du könntest Wasser machen. Du könntest Strom machen. Du könntest aber auch... Ach komm, hilf doch einfach mal hier mit. Während du dahin läufst, kriegst du unterwegs nochmal eine einfache Waffe. Und irgendwas zum Anziehen. Das können wir dir dann mal aufdrücken.
Muss jetzt nicht so wahnsinnig aufregendes sein. Hauptsache ist etwas, das du tragen kannst. Deswegen schauen wir hier nochmal kurz. Du arbeitest jetzt hier im Strombereich, hast aber die Anwärterrobe noch an. Kannst du die Uniform anziehen? Die Uniform ist irgendwie futsch. Da hat irgendwas nicht geklappt. Die haben wir nicht gekriegt. Ich habe zwar was Besseres für dich, aber es ärgert mich, dass die Uniform weg ist. Nein, du sollst hier bleiben. Nameless, bitte. Nicht aufregen, du bist hier ganz richtig. Du kriegst auch eine Kampfrüstung. 5 bis 7, 5 bis 7. Na. So, unsere beiden Waffen hier oben, Wachen. Plus Roboter. Geht's euch gut? 100%. 100%. Das gefällt mir. Gonchi macht auch noch Kaffeepause. Das war jetzt aber so deutlich. Weh, ich finde dich nicht. Ach, da bist du ja. Gonchi. Du kannst auf jeden Fall hier mal mitarbeiten. Dafür wird ein Schwächerer diesen Ort verlassen. Heidi bekommt mal ein entsprechendes Gewand, ein bisschen Stärke. Viel haben wir da gerade nicht anzubieten. Und sie kriegt ein Repetiergewehr. Und Ayuta könnte entweder trainieren oder aber, was besser wäre, was besser passen würde, sie stellt ein bisschen frisches Wasser für uns her. Kurzer Blick auf unsere Aufgaben. 6 Bewohner anpassen. Hier unten gibt es bei Kryana gerade Schnippschnapp. Sehr schön. Der Spaß dauert aber noch eine ganze Zeit lang. Du bist eigentlich auch für Strom verantwortlich. Nur wir haben auch wirklich keinen Platz in diesem Bereich. Das ist nicht schön. Kannst du nicht irgendwas anderes machen? Du könntest trainieren. Das ist vielleicht jetzt nicht gerade nicht die beste Idee. Aber wenigstens haben wir dann hier hinten auch noch eine gute Kämpferin. Sollten wir demnächst mal wieder Ärger kriegen. So, und Maiko ist sowieso eigentlich ganz scharf drauf zu trainieren. Hat er mir extra erklärt. Also schicke ich ihn doch zum Trainieren. Soll dann seine Wahrnehmung ein wenig steigern. So, dann haben wir noch Birgit schließlich. Die ist auch noch ganz jung bei uns. Kriegt erstmal eine kleine Pistole. Die Anwärterrobe, das ist schick. Wahrnehmung. Oh, sie könnte theoretisch in der Kantine arbeiten. Nur da haben wir leider keinen Job für sie. Dann hilft doch einfach mal hiermit. So. Jetzt müssten eigentlich alle beschäftigt sein. Gut, gut. Wir wollen mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Die Nuka-Quest, die nächste, wollte ich aber eigentlich noch losschicken. Aber es ist heute alles ein bisschen zu eng. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und grüße euch aus unserer aller Vault 1.18 und ja, bis zum nächsten Mal. Apokalyptische Grüße. Ciao, ciao.